Hallo Fightfans, ich bin's wieder, Maxim von Ground & Pound TV und neben mir steht der erfolgreichste deutsche MMA-Kämpfer, Dennis Siva. Hallo Dennis. Hallo. Dennis, uns zu Morgen gekommen, Diego Nunes ist ein neuer Gegner. In Schweden wirst du auf ihn treffen. Was weißt du über den Diego? Ja genau, der wird mein Gegner sein. Gut, was ich über den weiß, sein Kampfrekord 17-2, ein guter Standkämpfer, ein Teamkollege von dem Champion Jose Aldo, ein guter Mann insgesamt. Ja, also, aber wir kennen dich ja auch von wegen, du bist ja auch deswegen auch ins Federgewicht gewechselt, um wieder gegen die Besten anzutreten. Und da hast du direkt einen, jemand, der wirklich, der Kampfrekord spricht für sich selber, der wirklich Dampf in den Fäusten hat, der ein guter Kämpfer ist. Ist es auch so geplant geworden von dir? Also? Ja, das ist auf jeden Fall gut, dass ich jetzt keinen Fallobst kriege, sondern gleich einen guten Gegner, wo mit dem Sieg über den kann ich mich weit nach vorne schießen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den Kampf. Ja, und wir sind jetzt bei Superior FC heute und ich habe gehört, du warst jetzt gerade noch beim Training gewesen, ja? Also bist jetzt etwas später hier angekommen, also du nimmst es richtig, bist jetzt richtig im Volldampf dabei, schon wirklich dich auf den vorzubereiten. Gibt es irgendwas Spezielles, was du für ihn trainierst oder machst du es so wie immer? Ja, also wie du gesagt hast, wir sind etwas später gekommen, jetzt zum zweiten Teil, weil wir selber noch trainiert haben. Ist ja auch sehr wichtig jetzt vor dem Kampf. Ja, Diego Nunes ist ein guter Standkämpfer. Deshalb achte ich jetzt auch mehr auf meinen Standkampf, versuche meine Deckung zu verbessern, noch meine Schläge ja, etwas schneller zu werden insgesamt, weil ja in der Federgewichtsklasse sowieso die Jungs alle etwas schneller sind. Deshalb, ja, Kondition natürlich auch. Ja, alles was man braucht eigentlich, nur halt ein paar spezielle Sachen noch dazu. Ja, aber wir haben ja auch gesehen, dass du jetzt immer mehr am Boden machst. Also du bist ja auch immer am Boden jetzt immer sehr, sehr fleißig am Trainieren, wo man das meistens in den Kämpfen nicht sieht, weil du im Stand eigentlich so gut bist. Ist es aber denn eine Alternative, vielleicht den Diego Nunes zu überraschen und ihn auf den Boden runterzuholen? Ja, auf jeden Fall. Das wär schon ein Versuch wert, denke ich, weil er ein sehr guter Standkämpfer ist. Ob das klappt oder nicht, werden wir sehen, aber ich versuche das schon jetzt. Ich versuche schon meine Takedowns zu verbessern, meine Bodenarbeit zu verbessern. Und natürlich meinen Stand tue ich das auch nicht vernachlässigen, weil das ist auch sehr wichtig. Ich versuche komplett zu sein, ich versuche mich überall zu verbessern und schauen wir mal, was daraus wird. Und Dennis, du hast es gerade selber angesprochen. Im Federgewicht ist natürlich alles viel, viel schneller. Auch Kondition spielt ja meist im Federgewicht auch gar keine Rolle. Und die Jungs geben ja andauernd Vollgas. Hast du jetzt im Training was umgestellt, um konditionell oder Geschwindigkeit, mit der Geschwindigkeit auch mithalten zu können? Ja, da hast du recht. Also jetzt, gut, die Vorbereitung hat jetzt erst angefangen. Ich werde auf jeden Fall mehr für die Kondition arbeiten, so noch mehr tun, noch mehr Sparring machen, noch mehr Konditionsarbeit machen, noch mehr Zirkeltraining, was halt dazugehört. Ja, ein paar Übungen für die Schnelligkeit auch. Ich denke auch, aufgrund dessen, dass ich jetzt selber etwas Gewicht verlieren muss, werde ich automatisch etwas schneller auch. Und das wird sich dann schon ergeben. Und wenn man mal fragen darf, was machst du denn da also für die Schnelligkeit? Gibt es da bestimmte Übungen, die du machst? Ja, es gibt schon bestimmte Übungen. Man kann halt so ein paar Kombinationen üben, ein paar bestimmte Übungen, die man halt mit leichteren, schnellen Leuten macht, wie zum Beispiel jetzt früher mit schweren Leuten. Und wie gesagt, insgesamt ergibt sich dann das Ganze dann auch. Und jetzt, wie gesagt, wir sind jetzt hier beim Turnierauftakt von Superior FC. Du bist ja gerade erst gekommen, aber du hast ja schon mal ein bisschen in die Halle reingeschnuppert. Wie findest du jetzt hier die Atmosphäre? Ja, das, was ich bis jetzt gesehen habe, war sehr gut. Die Stimmung ist gut, die Halle ist voll. Es ist wie immer gut organisiert. Und jetzt bin ich mal auf die Kämpfe gespannt. Ich hoffe, die werden auch genauso gut sein wie immer. Ich meine, es ist eine ganze Handvoll wirklich guter Kämpfe, die jetzt kommen. Aber gibt es irgendwas, einen speziellen Kampf, auf den du dich jetzt freust oder wie du jetzt extra gekommen bist? Ja, nicht unbedingt. Ich will alles sehen. Ich bin ja sowieso sehr selten auf solchen Veranstaltungen, weil ich selber viel zu tun habe. Und wir haben in Deutschland halt nicht so viele Veranstaltungen. Deshalb freue ich mich auf jeden Kampf. Hauptsache, es wird gut und interessant. Ja, Dennis, hast du noch irgendwas zu sagen? Möchtest du noch irgendwas den Zuschauern sagen? Die letzten Worte gehören wie immer dir. Ja klar, natürlich. Danke den Fans für die Unterstützung. Danke den Sponsoren, Firma Bodies, Firma Century, MMA Spirit, allen den Jungs, die mit mir trainieren, Kiboyu Team, Allianz Team, alle, die mir helfen, jetzt für den Kampf mich vorzubereiten und seid dabei, es wird ein guter Kampf werden.
Ja, Dennis, ich glaube, das kann man sicher sein, von wegen, also Diego Nunes, guter Mann, du bist ein guter Mann, wir waren beide noch niemals einen langweiligen Kampf gewesen, also ich glaube, der Gewinner steht jetzt schon fest, das werden die Zuschauer sein und wie gesagt, Leute, schaltet ein, das ist der 14. April, wenn ich richtig informiert bin, 14. April, genau, dann heißt es, geht auf die UFC.tv Seite, da könnt ihr das live in Deutschland gucken, sogar umsonst und da könnt ihr in HD den Dennis sehen, wie er Deutschland vertritt. Dennis, alles Liebe, alles Gute, ne? Wir drücken dir die Daumen und ja, danke für die Zeit. Ne? Danke euch auch.